Einen schönen guten Tag und willkommen zurück zu Warframe. So, was gibt's Neues bei Warframe? Nämlich das Noras Mix Volume 1 Event ist da. Da auch bekannt ist, der Battle Pass von Warframe geht halt in die nächste Runde. Und da würde ich euch mal zeigen, was euch so erwartet für Aufgaben und für Belohnungen. So. Welcome. So, dann, ich glaub erstmal die Belohnungen. So, folgende Belohnung erhält man. So, einmal, 150 Credits. Ist okay, neuer Battle Pass. Das heißt, neue Credits muss man wieder sammeln, um halt die Sachen zu kaufen, die halt im wöchentlichen Angebot sind. Dann, Wolfsgeheule-Emote. Ja, diese Belohnung wurde bereits verdient. Ah, okay. Du wirst stattdessen Noras Mix Volume 1 Credits 50 Mal erhalten. Ah, okay. Für Leute, für alteingesessene Spieler oder Veteranen, die erhalten nicht mehr dieselbe Belohnung, sondern die kriegen einfach nochmal 50 Credits noch oben drauf. Ja, das kennt man doch irgendwo woanders her. Ich glaube von der letzten Nora oder von der letzten Nightwave-Geschichte halt. Dann zweimal Waffenslots. Immer wieder brauchbar, wie ich finde. Dann Schablone Nora. Ja, neue Spieler bekommen halt die Schablone, während alteingesessene Spieler 50 Credits bekommen. Dann Ephemera Nebaros. Ah, okay. Ah, das Fledermaus Ephemera. Das war eigentlich ein Halloween Ephemera. Jetzt kriegt man das da hier. Naja, finde ich ein bisschen komisch. Ah, apropos, kann man hier? So sieht das hier aus mit einem Emote, genau. Wolfsgeheule, dann hat man die Schablone. Ja, sieht auch sehr nett aus. Kann man mitnehmen. So, Ephemera ist klar, Nebaros. Dann 50 Credits, okay. Dreimal Former. Ja, okay, drei Former kann man auch immer gut gebrauchen. Dann zwei Orokin-Beschleuniger, okay. Oh, sind die ein bisschen spendabel geworden. Dann Glyphe Ivara in Aktion. Okay. Nette Glyphe. Ja, kann man nutzen. So, dann hier Wolfs. Für den K-Drive. Ah, okay. Da hat man hier die... Ja, das Wolfsdeck dann für sein K-Drive. Ja, kann man so mitnehmen. Dann nochmal 50 Credits, okay. Dann Warframe-Slot, kann man gut gebrauchen. Als nächstes 20.000 Kurva, kann man auch mitnehmen. Den Nahkampf-Riffenbot, okay. Da kann vielleicht was Brauchbares dabei sein. So, dass die Paracissus oder Zeist, Zebra-Skin. Ah, ja, okay. Ja, okay, das ist halt diese befallenen Harpunenwaffe halt. Ja, Skin sieht okay aus. Kann man so mitnehmen. Aber kriegt man als Belohnung. Okay, alteingesessene Spieler kriegen mal wieder nur Credits. Nochmal Noras Credits Paket. Exos Waffenadapter. Kann man mitnehmen. So, dann Dualschwert Skin Savika. Ja. Sieht nett aus, sehen für mich dann eher aus wie so Beile, würde ich sagen, anstatt wie Schwerter-Skin. Okay, der eine Arm so. Ja, ich würde eher sagen, so für Beile, ja, sehen halt wie Beile aus. So, dann ein Warframe Exilos Adapter, kann man mitnehmen. Dann Reichweitenvorteil für die Akayagara. Plus 300% Schaden, wenn sich keine Feinde innerhalb von 10 Meter befinden. Hm. Okay. Kann man mitnehmen, aber ob es brauchbar ist, weiß ich nicht. Wie gesagt, was innerhalb von 10 Meter ist, hat man diesen Schadensbonus nicht mehr. Alles, was über 10 Meter ist, schon. Ja, weiß nicht so recht. So, dann nochmal Nora Mix Credits. Dann Orokin T-Service. Ah, das schicke T-Service, ja. Wie ich finde. Eins der schicksten Deko-Elemente, wie ich finde. So ein Tablett mit so einer Teekanne und so drei so Behälter. Dann Kampfnachladen. Okay, wenn Schrote
Wenn 5 Schrotpellets Kopfschüsse sind, wird die Nachladegeschwindigkeit für 3 Sekunden um plus 120% erhöht. Für die Tigris. Okay. Na, ich weiß nicht. Das ist für mich nicht brauchbar, diese Mod halt. Man lädt schon eh schon sehr schnell nach mit der Tigris. Das Nachladegeschwindigkeiten. Naja, weiß nicht. So, dann nochmal 50 Credits. Dann Wächterpaket. Sheetweet. Okay. Oh, das Ding habe ich ja sogar. Okay, ja, okay. Sieht sehr schön. Sieht auch sehr interessant aus, dieses Wächterpaket. Ja, man erhält da einmal den Kopf, einmal Flügel und einmal den Schweif. Wo hat man den denn bekommen? Sheetweet. Da bin ich jetzt echt dann überlegen. Ich weiß es halt nicht mehr. So. So, aber für alteingesessene Spieler kriegt man halt 50 Credits. Dann Arcana Anmut, dreimal. Okay, beim Gesundheitsschaden, 9% Schaden auf plus 6% Gesundheitsregeneration für 9 Sekunden. Sehr nützliches Arcanum oder Arcana. Dann noch ein Former-Paket mit 3 Formers. Wunderbar. Kann man gut gebrauchen. Haushaltsdrohne Lisette. Ah. Hier hat man eine neue Drohne. Ja. Ah, sieht schon. Ja, sieht schon okay aus, wie ich finde. Kann man so mitnehmen. Sieht eher aus wie so ein Handstaubsauger. So, hier hinten hat man den Griff und vorne so. Ja. Sonst sieht okay aus, die Drohne. Kann man so mitnehmen halt. Okay, vorne finde ich ein bisschen doof gemacht halt. Weil es nicht so ganz nicht so wie eine Spitze nicht geht. Aber sonst insgesamt ist okay. Dann Umbraformer. Wir wissen alle, Umbraformer heißt begehrt für die Umbra-Mods. Und zu guter Letzt Galatia Sandana. Okay. Okay, sieht doch. Okay, das Sandana sieht doch relativ schick aus. Okay, mit gezackte und kristalllinien Stachelkrönen einen Schleier aus schneebedeckten Nebel in diesen eisigen Sandana. Ah, so ein Eissandana. Okay. Ja, warum nicht? Das sieht schon mal schick aus. So, das sind ungefähr die 30 Belohnungen, die man halt kriegt. Halt. So, Aufgaben. Man bekommt halt wöchentlich immer Aufgaben. Es gibt tägliche Aufgaben wie Aktivität. Oder halt so Aktivitäten, die man halt machen kann, wie 150 Gegner mit Magnetismus-Schaden kaputt machen, Kleptomanie, auch so 20 Spinde öffnen oder halt, oh, Sanitäter, oh. Jetzt gibt es auch mal ein paar neue Aufgaben. Hier einen Tenno-Kameraden beleben oder einen Begleiter, okay. Dann gibt es ja noch halt, mal so die wöchentlichen Aufgaben, alte Sitten, okay, eine Mission nur mit Pistole und Gläfe ausgerüstet schaffen. Okay, ja, kann man machen. Blutrünstig, tötet 20 Gegner in 5 Sekunden. Ja, kann man auch mal eben spontan irgendwie auf der Stelle machen. Dann gibt es noch ein paar alte Sachen, wie halt, ja, in Orbital 5 Aufträge machen. Dann halt Edelstein und Erze sammeln. Dann Naturschützer, 5 Tiere fangen. Perfekt sogar. Dann gibt es ja noch Aufstieg der Maschinen. 300 Gegner mit einem Neckermech abschießen, der nicht zerstört wird. Okay. Und halt öffnet 10 Relikte. So, dann gibt es ja noch ein paar Angebote, die auch wöchentlich immer wechseln, wie so Helme zum Beispiel. Auch hier sehr viel altes Kram ist dabei. Oder halt was Neues wie der Caliban-Helm. Carino? Sieht auch sehr schick aus. Carayon, ja, okay, Carayon, ja, okay. Der Carayon-Helm da. Dann noch halt. So die typischen Aura-Mods wie Schildzerstörer, Scharfschützplünderer, Pistolenplünderer, Erholung. Ja. Dann gibt es noch die typischen Waffenskins halt wie Fargo-Skin, Brock-Blaupause, so ein dicker Hammer halt. Ja, mit dieser Version des Hammers schwingt man zwar 5% schneller, hat jedoch eine Kombodauer von minus 1 Sekunde. Okay.
glaube, oder halt den Skindo, ja, Skindoskin Manticore. Mit dieser Version der Axt fügt man zwar mehr Schaden zu, schwingt die Waffe jedoch etwas langsamer. Ja, damals hatten noch Skins noch ein paar Bedeutungen noch gehabt, aber jetzt ist das nur noch so. Es ist nur noch Deko. So, dann gibt es noch das Plasmaschwert, was man darüber sich ja, kaufen kann halt. Was, ja, ich sag mal so, entweder man baut das auf Crit oder auf Statusschaden so aus und halt Hauptschadensmerkmal ist halt Schnittschaden. Ich dachte, das wäre Elektroschaden, aber naja, man kann sich ja täuschen. Dann gibt es ja noch den Fluff, Krals Klopfer. Na hey, es ist ein Fluff. Sieht ein bisschen schmutzig aus, aber passt schon. Kann man so mitnehmen. Dann gibt es noch die Glaive Blaupause noch. Ja. Wie gesagt, entweder Crit oder Statusschanze, es spielt dabei keine Rolle. Klar, wer die Prime-Variante hat, nimmt die Prime-Variante. Ja, Hauptschanzmerkmal ist halt Schnittschaden. Ist okay. So, dann gibt es noch den Hitzedolch noch. Ja, spielt auch keine Rolle, auf was man ausbaut. Entweder Crit oder Statusschanze und Hauptschanzmerkmal ist Durchschlagschaden. Ich dachte, das wäre Hitzeschaden. Aber egal. So, dann gibt es ja noch hier noch Sachen noch von den vorigen Sachen noch, wie Ornament Botschaft aus den. Na? Das war aus der zweiten Nightwave-Serie halt. Mit den Botschafter-Junge halt. Was noch erzählerischen Hintergrund hatte, aber ich glaube, mit den neuen Dinger. Mit der neuen Serie wird es wahrscheinlich eher mehr so. Ja. Geht es wahrscheinlich Richtung Beschäftigungstherapie mehr. Reiniger Schnitt, gibt es Excalibur Schwert Augment halt. Augment 4D-Debuffs werden vom vermittelten Pfad von Schwertschuss entfernt und 100% Schilde wiederhergestellt. Ist okay. Doppeltreffer. 20% Bonusschaden beim nächsten Schuss für 2 Sekunden bis zu 20 Mal stapelbar außerhalb der Konklave. Latron. Ah, okay. Beim Treffer, okay, da muss man halt einmal treffen, dann hat man sofort einen kleinen Bonus drauf von 20% Schaden. Kann man nutzen, muss man nicht. Fokussierter Beschleuniger. Beim Zielen plus 80% Projektilgeschwindigkeit für die Tetra. Kann man auch nutzen. So, dann gibt es ja noch die berühmten Wauban-Teile, die man halt kriegen kann halt bei den wöchentlichen Angebot. Die bleiben auch dauerhaft halt. Da braucht man sich keine Sorgen machen. Dann kann man sich noch einen Orokin-Beschleuniger holen. Orokin-Reaktor. Dann 5 Nitain-Extrakte. Die kriegt man praktisch nur auch nur noch hier bei Noras Nightwave. 10.000 Kurva. Und Nals Verlies halt. Das war der Glasmacher Nightwave-Geschichte. Hat man als Belohnung bekommen. Jetzt kann man das, dieses Verlies sich so holen, wenn man halt 60 Nora Mix Credits ausgibt. So, meine Meinung dazu, ganz ehrlich, für alteingesessene Spieler ist mal wieder so, es ist nur da. Man kriegt ja praktisch nur noch halt 50 Credits über bei den Sachen, die man da hat. Klar, es gibt halt ein paar neue Sachen, wo man sagen muss so, okay. Sie sehen schick aus, aber lohnt sich das zu machen? Für alteingesessene Spieler würde ich sagen, die würden einmal bis 30 machen, sondern das ist Feierabend. Klar. Das System basiert eher mehr auf neue Spieler halt. Weil neue Spieler haben ja gar nichts halt und können sich da was, sag mal schnell, können sich da die Sachen sich zurechtfahren halt oder zurecht erspielen, besser gesagt. Ja. Ja. That's all we have time for. Ganz ehrlich, ich bin immer noch der Meinung, diese Nightwave-Geschichte sollte man eigentlich abschaffen wieder und das alte Alarmierungssystem wieder. Sag mal schnell, wiederbeleben oder halt wieder machen halt, wo man halt tägliche Alarmierung oder halt stündliche Alarmierung hat mit so, ey, jetzt kannst du dir das erspielen. Jetzt kannst du dir das erspielen. So, das fand ich auf jeden Fall wesentlich viel interessanter. Klar, es ist auch bitter, wenn man halt
wenn es um die Wauban-Teile geht, halt so, dass man, ich habe den Wauban so gut wie fertig, mir fehlt nur noch eine Komponente, ja, da muss man halt mal, wenn man Pech hat, mal warten. Ja, wie gesagt, für alteingesessene Spieler ist es gar nicht so wirklich. Außer ein paar einzelne Sachen halt, wo man sagt, okay, what cares, Rang 30, einmal fertig. Danach ist halt, es ist Sense, fertig. Und, ja, es ist einfach nur eine Beschäftigungstherapie, mehr ist das nicht. Und eigentlich sollte es ja halt gestern erscheinen, aber heute ist es halt erschienen, weil auf sämtlichen Plattformen, glaube auf der PlayStation 5 gibt es immer noch Probleme. So ist das mein letzter Wissensstand, aber ich bin mir jetzt da nicht mehr so ganz sicher. Ich muss mich da in einem Forum wieder einlesen. Ja. Ja, das ist halt Nightwave halt. Und naja, das ist. Ja. Man merkt es echt an, bei Warframe ist halt mehr so. So immer so ein Auf und Ab. So, mal bringen die was Gutes raus, wie ein neues großes Update, was auch einigermaßen gut funktioniert. Und dann bringen die so Kleinigkeiten raus, was einfach nur. Ja, wie sollst du sagen? Ist es Beschäftigungstherapie? Mehr ist das praktisch nicht mehr. Und ja. Und ich würde mal sagen, das ist, ja, das war's dann auch fürs Erste halt. Ja, Noras Mix Volume 1 ist momentan aktuell die neue Nightwave-Serie. Und ja, wie lange die läuft, weiß man ja nicht. Die ist ja erst heute angefangen. Eigentlich sollte die gestern anfangen, aber wegen PlayStation 5-Probleme gab es halt eine Verspätung. Ja, ansonsten würde ich mal sagen, war es das auch wieder fürs Erste. Über Nightwave Noras Mix Volume 1. Ich hoffe, es hat euch gefallen, das Ganze. Und ich wünsche euch nur einen schönen Tag noch. Bis bald und tschüss.